Zu unserer Sendung, die eine besondere Sendung werden könnte. Wir begrüßen zunächst mal zwei Frauen. Die eine betrachtet sich als moderne Feministin, die zum Entsetzen von Alice Schwarzer Spaß an Sadomaso-Sex hat. Dem Spiegel sagte sie neulich, Frau Schwarzer möchte Sadomaso-Sex verbieten. Frauen sind aber total masochistisch und ich habe keine Lust, Frau Schwarzer um Erlaubnis zu fragen, bevor ich im Bett richtig loslege. Feuchtgebiete heißt ihre Abrechnung mit Hygienewaren, geruchsneutralen Achselhöhlen und Ersatzflüssigkeit wurde bis heute fast 2 Millionen Mal verkauft. Und auch ihr neuer Roman Schoßgebete beginnt mit einer deftigen Sexszene, in der sie den Unterleib ihres Mannes so detailliert beschreibt, dass man sich als Mann wundert, was man da alles so hat. Herzlich willkommen, Charlotte Roche. Dankeschön. Hallo. Ja, das ist ja eine Frage der Perspektive immer. Was jetzt? Was man da sieht. Ach so, ja. Was man da sieht. So, weiter. Ich finde meinen Mann immer noch sexy, weil er der Erste ist, der mehr Geld hat als ich. Ich lasse mich sozusagen von seinem Geld bumsen, sagt die Heldin in ihrem Buch. Und das führt uns direkt zu unserem nächsten Gast. Sie ist Wirtschafts- und Finanzjournalistin. Also bitte. Ja, so war das nicht gemeint, aber ich brauche eine Überleitung, verstehen Sie? Hat unter anderem bei der BBC, Handelsblatt, Reuters gearbeitet und kann uns sagen, wie lange der Euro noch als Aphrodisiakum oder auch Erektionshilfe taugt. Herzlich willkommen, Silvia Wattwa. Schön, dass Sie da sind. Ja, und das ist... Das ist übrigens auch eine Frage, die unseren nächsten Gast beschäftigt, allerdings nur aus Gründen der Altersvorsorge. Er macht sich gerade Sorgen um sein Erspartes, ist aber andererseits im Besitz einer Geheimwaffe, die ihn praktisch unverwundbar macht. Er hat nämlich Humor. Noch immer spielt er sehr, sehr erfolgreich am Theater, demnächst in Düsseldorf, und blendet ein mögliches Siechtum aus, indem er einfach nicht zum Arzt geht. Das ist ein super Trick. Herzlich willkommen, Jochen Busse. Schön, dass Sie da sind. Ja. So, jetzt. Herr Blüm, Frage an Sie. Was ist noch sicherer als die Rente? Der Tod, selbstverständlich, sagt unser nächster Gast, der gerade von einem Aufenthalt in finnischen Wäldern zurückkommt. Klingt, als wolle er sicher sein, keinen zu treffen, der nach der Rente fragt. Tatsächlich aber hat er Urlaub gemacht mit seiner Frau, die er vor 40 Jahren in einem Seminar von Josef Ratzinger kennengelernt hat. Der Papst gewissermaßen als Heiratsvermittler. Herzlich willkommen, Norbert Blüm. Gottes Wege sind unerforscht. Ja. Ja. Und wir begrüßen sehr, sehr herzlich einen Mann, der das für mich schönste Buch zur Finanzkrise geschrieben hat. Geld oder Leben heißt es, eine Reise durch den Wirtschaftswahnsinn, woher er das alles weiß, von seinem Opa. Der war nämlich früher Bergmann in Gelsenkirchen und kannte sich mit Kohle bestens aus und hat in der Kneipe auch immer seine Zeche bezahlt. Er wusste also, wie man eine Wirtschaft ohne Schulden hinterlässt. Herzlich willkommen, H.G. Butzko. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Charlotte, ja. Jetzt geht's los. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da ging es gerade um Feuchtgebiete. Und ich saß leicht errötend daneben, habe das Buch danach gelesen und bin rot geblieben. Wie groß ist die Angst, jetzt hier in dieser Runde zu sitzen? Die Angst jetzt vor dir? Nee, in dieser Runde oder insgesamt so. Ich frage das deswegen, weil du mal gesagt hast im Zeitmagazin vor kurzem erst, wenn ich keinen Sex habe, habe ich Angst. Ja, das ist so gemeint, dass ich eine sehr angespannte Person bin, tatsächlich. Ja? Ja, und wenig Mittel habe, um mich zu entspannen. Keine Drogen mehr, kein Alkohol mehr und dann bleibt eigentlich nur noch der Sex. Verstehe. Und, ja. Und wenn du Sex hast, dann ist es gut? Ja, ich hoffe bei dir auch, wenn du Sex hast. Ja, darum geht es jetzt aber gerade gar nicht. Nee? Ja. Ich erkenne das, dass das so eine große Lösung für viele Probleme ist in der Beziehung. Das baut ja Spannungen ab, wie schon bei den Bonobo-Affen. Ja. Ja, wenn es so soziale Spannungen gibt oder so, das ist halt hilfreich. Verstehe, und, das heißt... Und sonst habe ich sehr viele Ängste oder... Bin eben angespannt und dann ist das eben mal kurz weg. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das heißt, wenn du wählen könntest, dann jetzt lieber Sex oder reden? Reden. Reden, okay. Das spricht jetzt gegen mich, glaube ich, aber gut. Ja, das wollen wir doch den Leuten nicht antun. Sex ist die Antwort. Das sieht ja gar nicht gut aus, echter Sex. Warum nicht?
ich, also das fühlt sich gut an, aber es ist nicht... Es sieht nicht gut aus? Nein, also nein. Eine Sexszene in einem Film ist ja nicht so wie echter Sex. Ich finde, wenn man ein echtes Paar filmt, wenn das echten Sex hat, würde das ganz schön ekelig aussehen. Warum? Ja, Leute, die eben abgehen wie die Tiere und vielleicht auch nackt gar nicht so schön aussehen, wie man das so gewohnt ist von schicken Schauspielern oder so. Das ist eben so was Derbes, Tierisches und was? Nicht was Schönes, was man jedem zeigen wollen würde. Was ist mit diesen Spiegeln, die in vielen Schlafzimmern zu finden sind? Ich habe keinen. Wenn das nicht schön aussieht. Ja. Sex ist die Antwort auf den Tod. Mhm. Auch ein Zitat von dir. Ja, das ist eine Erkenntnis, die ich in meiner Therapie gewonnen habe. Dass, meine Therapeutin veräppelt mich immer damit. Und sie sagt, bei Ihnen gibt es entweder immer nur den Tod oder die Sexualität. Also um dem Tod zu entkommen, der ständig da ist, in der Nähe von mir, zu nah. Ich kann den mit Sexualität wegdrücken. Und das ist für mich was Lebensbejahendes und was Freundliches. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite doch auch traurig, wenn man sozusagen... Entweder Tod oder Sex. Ja. Man fährt ja auch mal U-Bahn. Was ist dann? Ja, aber auch in der U-Bahn. Entschuldigung, ja. Da ist gerade jemand gekommen, oder? Ja. Ja, nicht mit der Oma. Herr Blüm, ich hatte Sie gewarnt. Ich habe Ihnen gesagt, wollen Sie wirklich in diese Sendung? Aber Sie haben gesagt, ja. Aber Sie wollten. Aber er hat gesagt, ich will nur in diese Sendung. Nicht dazu sagen. Ja. Er hätte es ertragen, nicht da zu sein, auch, hat er gerade gesagt. Da ist doch. Nein, der Herr Blüm ist ein Mann, dem nichts Menschliches fremd ist. Da bin das ich mir ganz wahr. Sicher. Ne? Allerdings, ohne Sie zu enttäuschen, es gibt Sachen, über die rede ich nicht gerne. Das ist gar nicht schlimm, das verstehe ich. Wissen Sie warum? Weil ich denke, es gibt so Sachen, die durch das Geheimnis erst schön werden. Mhm. Ja, ich würde... Oh, alle ja, aber das... Ja, ich... ist überhaupt keine Entrüstung, keine Moralisierung in dem, was ich sage. Es ist nur, ich glaube, wenn alles veröffentlicht wird, meine geheimsten Regungen, dann verliert... die Liebe etwas von ihrem Reiz. Auf der anderen Seite, aber Herr Blüm, auf der anderen Seite, Entschuldige, ein kurzer Einwand. Feuchtgebiete hat sich 2 Millionen Mal verkauft. Das war ein Weltbestseller. Ja. Wenn das so wäre, dann hätten das nicht so viele Menschen gekauft, vermutlich. Ich sag ja auch. Haben Sie es gelesen? Ja, ich habe, ich glaube, bei Seite 35 das Lesen eingestellt. Das Buch gegen die Wand geworfen? Nein, überhaupt nicht. Und auch nicht aus Entrüstung. Sondern aus Ermüdung. Ja. Weil ich finde... Aus Verhütung haben aus Sie gesagt. Nee, Ermüdung. Ach so, Entschuldigung. Verhütet wird dann egal. Ja. Vor Ermüdung deshalb, weil ich meine, die Poesie des Afters und der Hämorrhoiden. Er schließt sich Ihnen nicht. Nein, er schließt sich nicht. Ich habe ja auch Verständnis. Ja. Ich habe großes Verständnis, wenn jemand das können nicht wir das, so gut können findet. Wir das bitte fürs ZDF-Protokoll einmal noch mal wirklich festhalten? Die Norbert Blüm... Am heutigen Tage, die Poesie des Afters erschließt sich mir nicht. Ja. Na, und ich habe noch hinzugefügt. Ja. Doch. Ein großer Satz. Ein großer Satz, der sogar zum Nachdenken einlädt. Ja, ja oder alles für den Arsch. Ne? Aber, beispielsweise. Ja. Gut. Ja, also das ist aber jetzt nur, um das nochmal zu sagen, man veröffentlicht ja nicht sozusagen seine intimen Details. Das ist ja... Es ist ja nicht so, dass es man keine Geheimnisse es ist ein Roman. Mehr hat. Ja. Es ist ein Roman, der aber sehr, und das hast du in vielen Gesprächen auch vorab gesagt, sehr viele autobiografische Züge trägt. Jochen Busse, das Buch gelesen, Feuchtgebiete? Oh, nein, Feuchtgebiete habe ich nicht. Ich habe Schoßgebete gelesen. Schoßgebete, und? Ja, weil es mir auch gleich gesagt wurde, es sei das Bessere. Ist ein, übrigens ein Eindruck, den ich teilen würde. Ich habe das nicht. Also ich kann über Feuchtgebiete nichts sagen. Zu der Zeit, als ich mich nach Feuchtgebiete erkundigte, haben mir so viele Leute gesagt: Lies es nicht.
Und je mehr ich darüber höre, haben die recht gehabt, während ich bei diesem Buch anderer Meinung bin. Mhm. Wobei ich allerdings sagen muss, dass ich es sehr bewundere, dass ein Mensch ein solches Protokoll seiner Emotionalität, seiner Ängste, seiner, wie man so im Volksmund sagt, Komplexe. Also ich halte es fast für einen Zustandsbericht einer verfolgten Seele. Ja, wobei, das ist mir... hat mich immer begleitet, aber ich anfangs dachte, es hat so eine Ironie, dass man es nicht ganz ernst nehmen kann. Vielleicht hat sie gar nicht bei 45 Grad ihren Mann derartig befriedigt, weil es so einen ironischen Tonfall hat. Dann kriegt das Buch eine ganz ernste Wende und danach glaubt man nicht mehr an Ironie und dann kann man wieder die ersten Seiten lesen. Was durchweg der Fall ist, ist die Anleitung. Was mich besonders fasziniert hat, ist die Sache mit der Zunge. Ja. Am Anfang? Ja, mit den Zwiebeln. Dass man, wenn man die Zunge rausstreckt, man nicht weinen muss beim Zwiebelschneiden. Ja, das Buch hat lauter Anleitungen. Ja, das ist wahr. Ja, wenn man lernt fürs Leben, es ist so. Darf ich mal eine Anleitung vortragen? Es ist ja schon nach 23 Uhr. Ja. Wir reden von den ersten 20 Seiten. Die Zwiebel kommt etwas später. Die Zwiebel kommt später, aber die erste, da geht es auch um die Zunge. Ich zitiere einfach mal. Unter dem Sack massiere ich mit der Zunge den Damm und lasse etwas Spucke für meinen Finger am Po-Loch. Ich mache meine Zunge ganz fest und spitz und fahre mit ihr von unten über den Damm und die Hodenhaut zwischen die Eier bis ganz nach oben zur Eichel und reibe zugleich mit dem Zeigefinger langsam um die Rosette. Vom Schaft drücke ich meine Zunge runter zu den Eiern. Ich sauge beide Eier in den Mund und spiele mit ihnen rum. Ich habe nämlich gelernt, dass ich darauf achten muss, dass sich die Hodenleiter nicht verdrehen. Habe ich schon mal gemacht bei ihm, hat ihm sehr wehgetan. Da packt man so alles rein, was man jemals gelernt hat. Ja. Aber ertappt man sich nicht dabei, dass man sich fragt, schreibe ich das jetzt wirklich dahin und nehme in Kauf, dass das dann eben nicht nur 2 Millionen, die das vielleicht kaufen, sondern in Wahrheit 4 oder 5, die es ja dann auch weitergeben, dass die das alle lesen? Ja, wenn ich schreibe, versuche ich nicht darüber nachzudenken, dass das veröffentlicht wird. Also natürlich 100%ig funktioniert das nicht. Ich will ja mutig sein, wenn ich schreibe. Ich schreibe ja über Sachen, die mir zum Beispiel selber peinlich sind oder mit denen ich auch Probleme habe. Und ich löse diese Probleme, indem man dann darüber schreibt. Und ich komme ganz gut damit klar. Also beim ersten Buch war es noch schlimmer, wenn man draußen rumläuft und alle denken, die ist das, die wäscht sich nicht, die hat Hämorrhoiden, das muss die sein, das kann man sich nicht erfinden. Das ist die mit den Hämorrhoiden. Und man läuft rum, wo man wohnt und alle gucken einen an und damit muss man erstmal klarkommen, dass jeder denkt, alles, was in dem Buch steht, ist 100%ig echt. Das ist nicht so. Neues dazu. Aber es bedarf doch. Ja, eben. Aber ich kann eben nicht anders schreiben. Ich schreibe, ich sitze da und ich will, dass es um was geht. Es geht es geht in der Sexualität auch um etwas. Es geht um Therapie. Und ich möchte was schreiben über Themen, zu denen ich was zu sagen habe. Aber du willst schon auch die Provokation und du willst das Tabu brechen. Aber es hat einen Grund, warum ich Tabus breche. Also ich fühle mich schlecht, wenn es Tabus gibt. Ich wäre total froh, es gäbe diese Tabus nicht, dass ich die brechen müsste. Wenn ich mir Gedanken mache, ob das zum Beispiel bei mir sexuell normal ist oder so, dann habe ich doch ein Problem, wenn ich mich nicht verbinden kann mit Leuten. Ich breche ein Tabu, ich stelle mich raus, ich sage so und so und so ist das bei mir. Das und das will ich wissen. Und dann kommt jemand und baut eine Verbindung auf und sagt, ach, jetzt wo du es gesagt hast, bei mir ist das auch so. Und dann bin ich nicht mehr alleine. Was mich immer irritiert ist, genau, diese Verbindung, die findet ja auch hier jetzt im Studio statt. Also man merkt, man sieht dich, man erlebt, wie du das sozusagen vorträgst, wie du das auch meinst. Und dann kriegt das plötzlich eine ganz andere Konnotation, wenn man so will. Ja. Wenn du das aber liest im Buch, dann ist das immer sehr kalt, sehr mechanisch, fast klinisch geschildert. Wie reagieren Leser darauf? Finden Männer das gut oder eher Frauen? Also es gibt am Anfang eine sehr, sehr lange Blaseszene. Da kriege ich von jeder Frau, die das gelesen hat, zu hören, das galt ja gar nicht auf. Aber alle Soll Männer, ich das? Ja, eigentlich ja. Mich wundert das, dass das bei Frauen nicht funktioniert. Aber alle Männer sagen, boah, Charlotte, alter Schwede, an dem Anfang. Puh. Ja, also es ist wohl unterschiedlich. Wie fand die auf dem Busse das? Ganz ehrlich.
jetzt muss ich ein Bekenntnis abliefern, das mich ein Lippenbekenntnis. Merkwürdigerweise diese Praxis im Gegensatz zu allen anderen Männern nie so sonderlich interessiert hat. So genau wollten wir es gar nicht wissen. Jetzt ist es aus.